Alex! Ja? Gehst du bitte an die Tür? Ich mach's. Danke dir. Wer war's? War nur die Post. Okay. Au. Alter, ernsthaft, was ist denn? Boah, wow, meine neue Reality-Brille. Ja! Geil! Einen Moment, du kannst die Brille nicht einfach so aufsetzen. Und wer bist du jetzt? Ich? Na, ich bin der im Lieferumfang enthaltene Sicherheitshinweis. Okay, und auf was habe ich jetzt zu achten? Na, da gibt es einiges zu beachten. Als erstes schau dich doch bitte mal auf deinem Spielfeld um und beseitige etwaige Gefahrenquellen. Ach, die Bärenfalle räume ich später weg. Los geht's. Geil, ist das realistisch! Aber wo bekomme ich jetzt die Ausrüstung her? Aha! Punkt 2. Informiere deine Mitbewohner über dein Vorhaben. Ja, Franz, hast du das schon gelesen? Das ist der Hammer. Das musst du unbedingt sehen. Komm her, du Monster! Komm her! Sag mal, geht's eigentlich noch? Sag mal! Punkt 3. Bitte denke daran, deine Virtual Reality Brille bei sozialen Verpflichtungen wie der Arbeit abzusetzen. Werte Gildenbrüder, die Feinde überrennen unsere Burgen. Unsere Jäger finden in den Wäldern nichts mehr zu jagen und ehrlich gesagt, der Loot war auch schon mal besser. Ich erwarte Vorschläge. Entschuldigung, Sie wollten uns die Pläne für unser neues Bankgebäude vorstellen. Oh, Entschuldigung, falsche Brille. Wie Sie hier sehen, haben wir uns für einen barocken Baustil entschieden. Punkt 4. Bitte sorge dafür, dass Türen und Fenster fest verschlossen sind, sodass du nicht aus Versehen den Raum verlassen kannst. Stell dir mal ein Szenario vor, in dem sich RPGler am helllichten Tag durch die Straßen kämpfen würden. Die Welt würde so vor die Hunde gehen. Hm, guck, ein RPGler kämpft sich direkt zur Autobahn vor. Sollen wir es ihm sagen? Nee, ich würde sagen, wir schicken es einfach an Rocket Beans. Hast du eigentlich irgendwo meine Bärenfalle gefunden? Ja, ich glaube, die liegt noch im Badezimmer. Hm. Wenn du diese Punkte alle beachtest, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Viel Spaß mit deiner Virtual Reality Brille. Das war nicht nur die neueste Nerd's Choice Folge, sondern auch unser Beitrag zum Gewinnspiel von Rocket Beans TV. Den Link zu den Rocket Beans verlinken wir euch noch oder beziehungsweise schreiben ihn euch in die Videobeschreibung, falls ihr die Jungs und Mädels noch nicht kennen solltet. Anregungen, Witze unten in die Kommentare. Ja, und hier geht's zu unseren letzten beiden Videos, Nerders und den zockigen Ausreden. Ja, und wie immer wisst ihr eh Bescheid, da unten ist ein Daumen, den könnt ihr nach oben geben, nicht nach unten, das geht nicht. Nur nach oben? Nur nach oben. Denn ist der Daumen oben, wird man euch loben. Ja. Also bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, abschalten.